Sie sagen. Dann kann ich jetzt hier noch erstmal ein richtig schönes Crop Field machen. Wenn ich das jetzt so baue, ich könnte das quasi so bauen, aber dann können wir das obere nicht mehr richtig nutzen. Sei denn so, ich lasse jetzt hier noch ein bisschen Platz für den Weg. So. Nehmen wir mal Squash. So. So, und dann werden wir jetzt hier halt noch ein bisschen die Wege basteln. So, und dann können wir hier dann später auch noch ein Haus oder so hinbauen. Schauen wir mal. Ja, das ärgert mich natürlich hier, dass das quasi eine komplette Fehlinvestition war. Auch hier dauert das immer noch, bis die Bäume da sind. Ist natürlich hier ein extremer Nachteil. So, er baut hier gerade eine Brücke. Sieht auch schon mal ganz gut aus. Können wir die natürlich auch verbinden hier. Wobei, dann war das hier aber ja komplett blöd. Hätte man quasi so bauen können. Ja, ist jetzt. Ah, ne, ne. Das stört mich. Kann ich jetzt. Wieso remove der die denn jetzt nicht hier? So. Achso, jetzt macht er die wieder weg hier, oder was? Ja. Aber wenn natürlich jetzt hier die Brücke ist, dann brauchen wir hier nicht, ne? Dann werden wir das nämlich so bauen. Gut, das sieht dann schon mal viel besser aus. Was ist denn hier das Problem, Bruder? The production limit for this resource has been reached. Ach so, weil wir über. Oh mein Gott, jetzt haben wir aber so viel Firewood, dass sie sich gar nicht mehr halten können, quasi. Fast das Gesamte ist voller Firewood. Okay, dann würde ich sagen, stellst du jetzt erstmal deine Arbeit ein. Weil wir so viel Firewood haben und es regnet ja auch quasi gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben auch Sommer. Ja. Ach so, er kann jetzt auch gar nicht mehr arbeiten, weil er Woodcutter ist. Was macht er hier? Ach so. Und hier haben wir immer noch nichts, ne? Ne. So, hier ist bald finito. Also können wir bald abernten. Was können wir jetzt noch bauen? Wood aus. So, ich würde ja ganz gerne dann irgendwann hier noch so ein, wie so eine zweite Basisstation quasi aufbauen. Schon mal anfangen. Weil hier auch relativ viele Ressourcen sind. Wobei hier natürlich auch noch einige sind. Aber es. Vor allem wird das ja hier nichts bringen, weil das ja quasi in einem. Das ist ja quasi hier in einem See, ne? Ja. Wo ist denn hier, nochmal so ein Meer oder so? Boah, das ist ja. Wo, hä? Ach, hier ist der große Fluss und ich denke mal, der. Das heißt, hier der Fluss wäre quasi einzige Möglichkeit auf uns. Ein Händler, ne? Der ist aber auch. Da müssen wir hier über den Berg irgendwie noch so ein. Hier so drumher bauen, hier quasi so. Ich glaube nicht, dass wir auch einen Weg über den Berg bauen können. Kannst ja mal probieren. Gucken, was er uns dann sagt. Ja. Können sie natürlich nicht machen. Eine Bridge können wir gleich mal auch nicht bauen. Aber einen Tunnel eventuell. Ne, auch nicht. Ja, ist natürlich nicht ganz so super. Was hat er denn für ein Problem hier? Achso, er ist Woodcutter und kann jetzt nichts mehr machen hier. Arbeitet hier überhaupt wer?
Der Name aus dem. Ich sehe hier nie einen arbeiten. Sondern dass die anderen jetzt idle sind, nervt mich. Deswegen werden sie jetzt erstmal wieder Ressourcen removen. So. Wenn das dann alle weg haben. Dann passt, was ist das denn? Haben die hier einen Baum gepflanzt oder was? Sind die eine. Können doch nicht einfach hier ohne meine Erlaubnis hier einen Baum pflanzen? Okay, so ein Obstgarten war vielleicht nicht meine beste Idee, weil im Endeffekt dauert das einfach nur 700 Jahre. Und das können wir hier gleich erstmal fett, fett ernten und dann gibt es erstmal richtig schön, Nahrung. Was können wir denn hier sonst noch machen? Resource Production. Abuse Alkohol. Quasi hier Minen oder was? Ja. Ja, das ist natürlich geil, dass jetzt hier so ein Riesenwald ist. Deswegen werde ich jetzt hier auch mal so ein. Hier werde ich jetzt wie so einen kleinen Stützpunkt bauen. Einmal eine Forester Lodge. Werde ich hier bauen. Die sehe ich gar nicht. Doch, da. So, natürlich sehe ich jetzt nichts. Jetzt ist die Frage, laufen die da jetzt? Die müssten ja gleich dann dahin laufen und das basteln. Wie viele Bilder haben wir denn gerade am Start? 3 und wir haben auch, glaube ich, gerade nichts zu bauen. Das heißt, sie müssten eigentlich theoretisch gleich rüberlatschen und den Kram da fertig bauen. Und jetzt müsste auch gleich das Firewood dann weniger werden. Wobei, die haben ja, glaube ich, alle noch genug in ihren, ja. In ihren Läden hier drin. Wo geht er jetzt hin? Ach, er ist Woodcutter, genau. Er kann ja immer noch nichts machen hier. Justice picking up resources. Ach, er hilft dann hier mit, oder was? Das ist natürlich auch geil. Ah, ressourcentechnisch mangelt es uns an kaum was. Jetzt natürlich, was ich mich schon die ganze Zeit frage, ob wir jetzt hier den Weg noch hinbauen können. Geht sogar, das ist natürlich geil. So, und dann habe ich das nämlich genauso, wie ich das wollte, Freunde. So. Ich glaube, da hinten ist nicht so mit Arbeit hier, ne? Wo war? Ach, da. Ja, zwei Worker sollen da angeblich arbeiten. Ich sehe aber keinen. Ach, jetzt gehen sie rüber hier. Oder. Oder wie sieht das aus jetzt hier? Jetzt gehen hier auf jeden Fall zwei rüber. Da ist auch einer. Bauen die das dann jetzt hier? Fangen die jetzt an hier aufzubauen oder wie sieht das aus? Ach, die machen jetzt erstmal hier das, was im Weg ist, weg. Okay, das macht natürlich Sinn. Ach, jetzt fangen die an zu ernten. Okay. Ihr seht, vier. Oh, wobei es viel zu wenig eigentlich. 84 Weed. Weed. Hier machen wir jetzt auch mal Weed hin, weil das dauert mir zu lange.
Müssen wir jetzt gesamt 4 Farmers haben insgesamt? Ach, jetzt weiß ich auch, was das Problem ist. Hier waren 2 Farmer, hier waren 2 Farmer, da könnten da hinten natürlich keine sein. Ja, jetzt habe ich die da hinten weggenommen. Okay. Okay, wir haben 8.